Herzlich willkommen zu einer neuen Map-Vorstellung. Kurze Info an euch, also das mit OBS Studio, das kriege ich hin mit dem Upgrader, weil da gibt es kein Update auf das Windows 11. Deshalb möchte ich mich entschuldigen, wenn es immer mal wieder kurz abkackt ist, meine Stimme oder so. Ich weiß nicht, das kriege ich einfach hin und ich lasse es jetzt auch. Das ist mir einfach die Arbeit nicht wert. Es kann sein, es kommt nächste oder übernächste Woche Update auf Windows 11 und dann funktioniert das Ding. Okay, heute schauen wir uns mal die Götenstedt 1.4 an. Die habe ich auch runtergeladen bei Forbidden Mods. Das ist ja schon Update 1.4. Kommt von Mike Baling, 83. Map für alle 220. Änderungsliste muss ich mit Fahrzeugen fixen. Man konnte die nicht verkaufen. Habe mir die letzten 3 Tage eine ältere Map in den LS 220 geholt. Ja, die ist, glaube ich, aus dem 2013 oder so. Kann auch diverse Fehler enthalten. Die 2 Meldungen, die kommen, sind von der BGA. Deswegen halt die alten Texturen, aber ich möchte die gern zur Verfügung stellen, um im Multiplayer spielen zu können. Es gibt diverse Verkaufsstellen und BGA. Habe den Kuhstall am Hof verbaut und Schweinehof. Schafe sind extra auf der Karte gelegt. Gebäude funktionieren nur, wenn man das Land besitzt. Verkehr ist verbaut, sowie Fußgänger. Also BGA hat er rausgenommen, weil er von dir keine Freigabe gekriegt hat. Okay, dann schauen wir uns die Karte mal an. Ja, wir starten da beim Haupthof. Oder ja, Haupthof beim Farmhaus. Kurz ein bisschen langsamer machen, Geschwindigkeit. Ne, noch ein bisschen. Ja, so ist besser. Okay, das ist das Farmhaus. Ihr habt da irgendwo den Trigger zum Schlafen. Da finde ich jetzt gerade it. Das Gebäude gehört mir schon. Genau, dann habt ihr da drüben den Kuhstall. Also da könnt ihr einfüttern. Das ist da drüben ist der Misthaufe. Da könnt ihr wahrscheinlich das Futter reinkippen für die Kühe. Ja. Genau, Mineralfutter. Da habt ihr den Fütterungsroboter. Den könnt ihr einmal von außen, einmal von innen füllen. Also ihr müsst dadurch die Scheibe durchfahren mit dem Frontlader und dann reinkippen. Da drüben ist der Trigger für die Tiere. Ihr könnt 500 Kühe, könnt ihr züchten. Stalltüre geht automatisch auf. Und das ist der Fütterungsroboter. Also ihr könnt ihn auch einmal von innen befüttern oder einfach durch die Luke dort hinten. Wie es für euch halt einfach geschickt ist. Okay, dann gehen wir mal weiter. Da war auf der anderen Seite, war glaube ich auch noch irgendwas. Man kann mal schauen. Oder war das nur der Kuhstall? Das ist der Milchtank. Das ist der Milchtank, genau. Die Karte ist auch Beta-Version, also neu fertig. Nicht, dass ihr euch wundert, wenn es noch irgendwelche Sachen gibt, wo neu so richtig verbaut sind. Da habt ihr schon einen Milchanhänger, ein kleines Quad, da kleine Kälberboxe. Da steht ein bisschen Gedöns hier rum. Da habt ihr Saatgut und das Ganze in der Halle. Da drüben könnt ihr wahrscheinlich Getreide reinkippen, so wie das aussieht. Und irgendwo gibt es dann wahrscheinlich auch Rigger, wo ihr es wieder rausholen könnt. Ja, das müsst ihr einfach ausprobieren. Wahrscheinlich ist das dann hinter dran. Oder ist das zum Saatgut befüllen? Ja, das könnte sogar sein, dass ihr da Saatgut Sämaschine befüllen könnt. Da haben wir große, 2 größere Halle. Ja, was heißt größer? Mittelgroß. Könnt ihr Maschine unterbringen. Da habt ihr auch nochmal was zum Unterstellen. Genau. Da drüben muss ich gerade schauen, das ist auch ein Tor zum Aufmachen. Ah ja, das ist die Hofausfahrt, genau. Ja, dann schauen wir mal weiter. Jo, da sind wir bei den Schweine. Also, das heißt Schweine, aber es ist auch eine Kuhweide dabei. Da muss ich gerade schauen. Ich glaube, das ist der Schweinestall. Wenn wir gerade schauen, genau. Müsste der Schweinestall sein. Genau, da könnt ihr Schweine, 270 Schweine könnt ihr züchten. Wahrscheinlich kippt ihr das Schweinefutter rein und auf der anderen Seite könnt ihr gerade schauen. Das ist der Trigger zum. Ne, das ist der Trigger zum Reinfahren. Und da ist nun mal einer. Das müsst ihr ausprobieren. Das wundert mich jetzt, warum da 3 Trigger sind. Ah ne, das ist Güllegrube. Genau, das ist Güllegrube. Das ist Futter und das ist Wasser und das ist glaube ich noch Kuhweide.
50 Kühe, genau. Ja, dann sind das die Trigger für Kühe und das da drüber für Schweine, genau. Auch wieder zum Saatgut betanken, Saatgutlager. Habt ihr Halle, das finde ich auch nicht schlecht, dass die Halle automatisch, ja, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Du möchtest sie öffnen und dann geht sie von selber auf. Ja, das sind ziemlich alte Halle, schon verrostet, teilweise schon ein bisschen, ja, baufällig. Baufällig neu, aber ja, in die Jahre gekommen. Da drüber, was habt ihr denn da noch? Da hat er auch noch irgendwelche Lager, genau, Lagerfläche, Lagerfläche, Lagerfläche. Und da auch nochmal Lager. Genau, da könnt ihr dann hinten rausfahren, direkt aufs Feld. Ja, da ist es ein bisschen eng. Wenn ihr da hinten rausfahren wollt, wenn ihr da was angesät habt. Also da kommt ihr mit dem Hänger schlecht ums Eck rum. Aber ihr könnt ja in der Halle eigentlich auch umdrehen oder einfach rückwärts reinrangieren, wenn ihr da was lagern wollt. Okay, da drüben haben wir noch Ballenlager. Ja, das war's eigentlich schon wieder für den Schweinehof. Dann schauen wir mal weiter, genau. Jo, da sind wir bei der Schafe. Muss ich gerade schauen, habe ich das Land gekauft oder? Weil das funktioniert nur, wenn das Land gekauft ist. Kaufen wir das auch mal noch mit. Ich glaube, da ist nämlich auch noch irgendwas drauf. Okay, also da gibt es noch keine Trigger. Das ist noch nicht ganz fertig gebaut, also das müsste der Schafstall wäre. Ja, da habt ihr Schafstall müsste es sein, genau, Schafstall groß. Da gibt es auch, ja, genau, ist der Trigger. 65 Schafe, genau. Da drüber habt ihr, ist das auch nochmal ein Kuhstall? Genau, das ist auch noch ein Kuhstall. Da könnt ihr Gülle rausholen, genau. Da drüber habt ihr nochmal ein Güllebecken. Ah, das ist wahrscheinlich ein Zusatzlager. Gülle-Lager, genau. Mischplatte. Und da drüber sind die Tiere. Muss ich gerade schauen. Da könnt ihr 45, genau. Da habt ihr die Weide, genau. Und da drüber habt ihr noch ein kleines Lager zum Maschine und das ganze Lager. Das sieht auch so aus, wenn der Hof auch noch ganz fertig wäre, wie wenn da noch was dazu kommt. Alternativ könnt ihr auch das selber bauen, wenn ihr Bock habt. Einfach selber den Hof weiterbauen. Da drüben haben wir noch eine Halle, da schauen wir mal rein, ob es da Maschine gibt. Da habt ihr zwei Fahrsilo, genau, für die Kühe. Da drüben habt ihr nochmal eine Halle. Ja, also Platz wäre genug, um noch einige Silos oder so. Ja, genau, das ist die große Halle, die Standard. Ja, also Platz ist genug, um irgendwelche Sachen bauen. Zum Beispiel da könnt ihr da jetzt nochmal ein Fahrsilo hinsetzen. Allerdings wird es dann da halt schon ein bisschen eng. Aber das kriegt man dann schon hin mit kleinerer Maschine. Genau, dann schauen wir mal weiter. Ja, da sind wir beim nächsten Hof. Also das ist jetzt mal ein Hof, da könnt ihr richtig schön auf Oldschool spielen oder halt richtig schön auf klein. Das ist jetzt auch wieder so eine schöne Holzstallanlage, die gefällt mir jetzt einmal wieder richtig gut. Da sind die Trigger innen drin, zum Füttern, Einstreuen, Tiere kaufen. Ihr könnt 45 Kühe könnt ihr in dem Stall halten, genau. Fütterungsroboter gibt es keiner. Einfach zu deinen Trigger hin und fahren und abkippen. Da habt ihr ein kleines Lager für Wurzelfrüchte oder sonst irgendwas. Da habt ihr einen Hühnerstall. Oh, 360 Hühner. Oh, okay. Da könnt ihr Geld machen. Dann habt ihr da nochmal ein kleines Lager. Ist da was drin? Ne, ist leer. Da habt ihr für Getreide, genau. Nee, Saatgut. Saatgut ist das. Und da habt ihr dann, da müsst ihr ausprobieren, das müsst wahrscheinlich Heulager oder irgendwas. Heulager, genau. Könnt ihr das aufmachen, genau. Da könnt ihr sogar noch irgendwelche Maschinen drin lagern. Und das ist gut, Schweinefutter. Ah, da müsst ihr aber dann auch irgendwo einen Schweinestall noch geben. Darüber habt ihr noch kleine, zwei kleine Lager. Also das ist jetzt so ein Hof, da könnt ihr richtig schön auf Oldschool spielen. Da gefällt mir eigentlich gar nicht schlecht. Du könnt ihr auch selber noch ein bisschen verschönern, wenn ihr das wollt. Muss ich gerade schauen, da muss doch noch irgendwo Schweinelager, Schweinestall geben. Dann ist das wahrscheinlich der Schweinestall. Ähm,
Ne, Schafe, genau, da könnt ihr 25, 25, 25 Schafe. Aber der Schweinestall, wo ist der? Da habt ihr nur zwei Silos, zwei Kellsilos. Ah, ich mag die Kellsilos, die kann man richtig schön befüllen. Schweinestall, Schweinestall, wo bist du? Muss ich gerade schauen, dort hinten ist auch noch irgendwas hinter dem Silo. Das könnte sein, dass das der Schweinestall ist. Also gerade schauen, wie kommt man denn da hin? Gibt es da einen Weg dahin? Ne, das ist Farmhaus. Muss ich gerade nochmal auf dem Ding in der Karte schauen. Da ist ein Schweinestall. Da muss doch nur Bigfoot, Big ist doch normalerweise Schwein. Schweinestall, okay. Der ist doch vorne und ich bin dahinter. Dann ist das gerade auf der anderen Seite. Dann müsste es das Gebäude da vorne sei. Schauen wir gerade mal. Das ist nämlich wahrscheinlich. Ja, genau, das ist, glaube ich, der Schweinestall. Da ist nämlich auch die Mischplatte dabei. Ja, genau, das ist der Schweinestall. Wo haben wir da den Trigger? Genau, der ist da. 108 Schweine, ja, okay, passt. Ja, da könnt ihr ein kleines Projekt drauf spielen. Also. Vom Hof her, da hätte ich auch schon wieder Bock, zum ein kleines Projekt drauf spielen. Einfach reinschreiben, wenn ihr euch hier Karte gefällt oder so. Hey, spiel doch da drauf ein kleines Projekt auf dem Hof oder so. Einfach rein in die Kommentare. Können wir gern machen, dass man da auch ein kleines Projekt drauf spielt. Allerdings zu viele Projekte so sieht wäre, weil sonst ja, komme ich mit den Projekten nicht mehr hinterher. Und das zieht sich dann auch mit den anderen Projekten einfach in die Länge, dass man mit denen nicht mehr vorwärts kommt. Okay, dann schauen wir mal weiter. Ja, da sind wir jetzt in der Schlagkartei. Es gibt jetzt nichts mehr. Das sind jetzt alle Höfe, wo ich euch gezeigt habe. Es gibt nur einige Dinge, einige Sägewerke und so. Ja, das sind halt die ganz Haute-Bellerin. Das sind halt die Standard, wo in der die Standardgebäude, wo es in der Karte selber auch, gibt von Giants. Die brauchen wir eigentlich auch noch selber anschauen. Schauen wir uns mal nur die Preise an. Stationen gibt es 3, 6, 7 Stück, genau. Haben da 7 Verkaufsstationen. Getreide ganz normal, wieder das mit Wolle, Butter, Kuchen, alles was ihr wollt. Multifrucht halt. Genau, dann schauen wir mal nur die Preise von den Feldern an. Wie es da aussieht. Preise, oh, 1,3, gut, da müsst ihr wieder einiges an Geld rüberbringen. 2,4 Millionen, alter Schwede, ja, da müsst ihr was verdienen, 775, 642. Also da habt ihr das als kleine Betrieb schon schwer, um irgendwelche Felder zu bewirtschaften mit kleinen Maschinen. Da müsst ihr dann schon ein bisschen auf größer gehen. Genau, die Felder haben 15 Hektar, das 11 hat 32. Und glaube die 23 oder die 1 müsste die größte sein. Also das größte Feld hat was, ja, 34,36 Hektar. Genau, das 23 ist glaube ich das größte mit 34 Hektar. Also habt ihr alles dabei. Die 14, das ist jetzt ein Feld mit, ja, 4,5 Hektar. Aber es gibt wahrscheinlich auch noch kleinere. Ne, das müsste eigentlich schon fast das kleinste sein, genau. Ja, also auch wieder Karte, ja, Singleplayer, nur mit Cosplay und Autodrive, ansonsten wird es zäh oder einfach mit ziemlich großer Maschine. Okay, dann fliegen wir mal noch über die Karte drüber. Jo, das ist jetzt der Hof von oben. Ja, eigentlich ziemlich schön gemacht. Halt richtig tolle alte Gebäude, gefällt mir richtig gut. Ein bisschen schneller machen. So sieht es besser aus. Genau, das sind jetzt die Felder. Ja, das hat jetzt 11,21 Hektar. Das hat 8,56 Hektar. Ja, es ruckelt nur gleich ein bisschen. Klar, ist eine Beta-Version. Wenn es nur die Karte Fehler wirft, dann kommt es halt ab und zu Ruckler. Das sind die ganze, ja, ganze Gebäude. Grastextur ist jetzt auch nicht so richtig verbaut. Einfach nur den, die grüne Wiese. Das ist der eine Hof, wo wir uns angeschaut haben. Das ist auch wahrscheinlich wieder eine Verkaufsstation. Wald habt ihr auch ein bisschen dabei. Da könnt ihr auch ein bisschen Forst machen. Genau, ja, das sind eigentlich die ganzen Felder. Ja, ihr seht, sie läuft jetzt so ruckelfrei vorher, also wo wir jetzt da hinterhergelaufen sind.
war sie ruckelfrei, aber im Fliege da, ja, da hackelt es noch ein bisschen. Okay, ja, ihr seht, auch die ganze Drahttextur da fehlt noch. Wie gesagt, wer sie spielen möchte, müsst ihr halt immer wieder schauen. Ist eine Beta-Version, ich denke mal, da kommt immer wieder Updates, dass die Karte immer wieder weiterbaut wird. Aber so wie es aussieht, ist die noch lange nicht fertig und das kann auch noch echt sehr, sehr schöne Karte werden. Ja, und kurzer Nachtrag an euch. OBS Studio hat sich aufgehängt. Ich muss jetzt gerade mal schließen und wieder neu öffnen. Aber jetzt seht ihr, das läuft ruckelfrei. Also, läuft ruckelfrei, also keine Probleme. Das war nur, weil sich vorhin OBS Studio aufgehängt hat. Ich hoffe jetzt so, dass auch da der Ton gut war. Ja, das war zum kurzen Nachtrag, also ich, dass ihr denkt, hey, was ist das? Die läuft ruckelfrei, ihr seht, kein Ruckel, nix, also alles tippitoppi. Okay, meine Freunde, ja, wenn euch das Video wieder gefallen hat, like it vergessen, abonniert doch gerne meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.